Willkommen zu der TV Cisco. Wir spielen Counter-Strike. Heute aber nicht CSGO Competitive, sondern Team Deathmatch. Denn ich habe ein bisschen was zu erzählen, wenn es zu den Sachen geht, die so die letzten Wochen passiert sind. Beziehungsweise warum in den letzten Wochen gar nichts passiert ist. Und zwar war ich die ersten Wochen krank und hatte dann einfach die zweiten Wochen, naja, keinen richtigen Ansporn. Und ja, so also lief das dann seit den Ferien. In den Ferien habe ich ja ziemlich viele Videos rausgeballert. Für meine Verhältnisse auch. Dazu muss ich noch sagen, ich habe jetzt die letzte Woche angefangen, an einer neuen Sache zu arbeiten. Ein paar, die das sehen werden, werden es wahrscheinlich auch wissen. Und zwar wollte ich wieder mal ein Fragment machen. Aber nicht so eins, was ich jetzt bisher immer gemacht habe. Also keine guten, sondern halt was gutes Fragment. What the fuck? Ein gutes Tracking. Gut im Sinne von krasse Visuals. Nun, krasse Visuals habe ich womöglich geschafft, aber es war einfach kein Flow mehr am Ende vorhanden. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich das jetzt nicht hochladen werde und auch nicht weiter daran arbeiten werde. Weil ganz einfach der Flow nicht da ist. Und ein Frag-Movie ohne Flow und ohne richtige Velo, zumindestens Grund-Velo, ist halt einfach nicht geil. Und mein Internet ist absolut dreckig. Also ich habe nur dieses Fragment gemacht. Und habe das dann mir angesehen. Und es sah einfach nicht so. Bei der ersten Szene fand ich noch nice. Aber dann war es einfach nicht mehr. Es war einfach nicht mehr gut. Und ja, ich habe keine Lust, ein Fragment ohne richtige Velo hochzuladen. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht cool. Und es sieht dann auch nicht gut aus. Ich werde euch jetzt mal hier erstmal das Fragment so ohne Effekte zeigen. Also das Gesamte. Ist nicht besonders lang geworden. Ich hatte jetzt zum Schluss, wo ich schon so lange dran gearbeitet habe, habe ich überlegt, ob ich vielleicht nochmal das Doppelte ranhänge. Weil, ja, keine Ahnung, so 12 Sekunden sind dann halt low. Oder ich mache dann halt wieder das Outro dreimal so lange wie das eigentliche Video. Aber das ist ja dann auch nicht cool. Ja, dann werde ich euch jetzt hier einmal das Video so zeigen und danach dann die Teile, wo ich dann schon Effekte hatte. Und ja, ich finde an sich, die Effekte sind ganz cool. Ich hätte natürlich noch viel mehr ins Detail gehen sollen und noch ein bisschen Correction machen sollen, weil teilweise sind die Clips noch relativ roh gewesen und man hat halt noch ziemlich viel so gesehen, was nicht so nett aussieht. Zum Beispiel, wo die Partikel runterkommen, so, keine Ahnung, so Sparkles halt, glühende Teile. Da hätte ich auf jeden Fall noch ein paar, hätte ich auf jeden Fall noch eine Lensflare rangemacht, damit man halt diesen Übergang zwischen Wand und Partikel, also dem Emitter, nicht so krass sieht. Und halt generell viel kaschieren, noch ein bisschen Smoke und so, was ziemlich doof ist. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und irgendeiner hat sich bis zum Ende angesehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand gemacht hat. Aber okay. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass ich noch da bin und für die drei Leute, die mich in den letzten Wochen abonniert haben. Vielen Dank dafür, dass ihr mich weiter so unterstützt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.